Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender 2017, Schwerpunktthema Operationsverstärker und da machen wir heute Tag 18 auf. Ein Widerstand. Da ist drin ein ohmscher Widerstand. Dann gucken wir mal ins PDF. Tag 18, Lichtorgel. Öffnen Sie Türchen Nummer 18 und nehmen Sie einen Widerstand mit 330 Kiloohm, orange, orange, gelb heraus. Bauen Sie außerdem wieder die LED als Lichtsensor ein. Wir bauen erstmal. Ja, das übliche Problem. Der ist wieder mal draußen. Den stellen wir mal als erstes dann wieder rein. So, die gehen auf jeden Fall raus. 10 Nanofarad, der bleibt. Die Brücke bleibt. Ja, und da muss ich jetzt mal wieder sagen, liebe Firma Konrad, was soll das? Also, wenn ihr mir mal guckt, auf dem Steckplan sitzt die Brücke hier oben und auf dem Steckplan sitzt sie da unten. Was soll das? Da merkt man dann, das sind so Dinge, genauso wie hier, da bin ich ja jetzt lang genug drauf rumgeritten, ne? Dass das alles irgendwo, es ist durchaus legitim, das aus einem Buch zu nehmen. Warum soll man das Rad neu erfinden, wenn man es schon mal fertig hat? Warum? Das, denke ich, ist in jedem Fall legitim. Aber ein Prätest kann man erwarten, denke ich. Und das machen die definitiv nicht. Sonst würden solche Pannen immer wieder auffallen. So, hier haben wir auch wieder einen 2,2 Kiloohm Widerstand drin. Passt ausnahmsweise auch. Nee, passt auch. Gut. Die Brücke lasse ich jetzt aus Protest da, weil das, den Unfug sehe ich nicht ein. Die Spannungsteilung ist eine andere. Die Spannungsteilung können wir im Prinzip neu aufbauen. Der bleibt, die Brücke bleibt, der bleibt drin. Da muss der 2,2 wieder rein. Gut, dann gucken wir mal, was brauchen wir an Widerständen. 10 Kilo. 1, 0, 3. Braun, schwarz, orange. Braun, schwarz, orange. 10 Kilo Ohm. Hätten wir da. Dann brauchen wir 100 Kiloohm. 1, 0, 4. Braun, schwarz, gelb. Haben wir da. Gut. 10 Nano sind drin, da brauchen wir 2,2. 2, 2, 2. Rot, rot, rot. Da brauchen wir 4,7. 4, 7, 2. Gelb, violett, rot. Der ist falsch. So, 330, da haben wir dann auch den verkehrten drin. 3, 3, 4. Orange, orange, gelb. Dahin und dahin. Und dann brauchen wir da nochmal. Was soll die Brücke jetzt? Also könnt ihr mir mal erklären, was diese Brücke jetzt soll? Brauchen wir 3, 3, 4. Orange, orange, gelb. Den stecken wir einfach hier nach vorne. Na, hochlebe der Fusch. Ja, so. Die Widerstände können auf die Reservebank. Dann brauchen wir eine rote LED. Die soll in Sperrrichtung eingebaut werden. Also von, wo soll die hin? Auf den zweiten.
So soll das Ganze theoretisch funktionieren. Schließen wir es mal an. Und mit der Taschenlampe. Spielen Sie mit einer hellen Taschenlampe ein Weihnachtslied. Wenn das Lied erkannt wird, ja, es sind wieder 5 Punkte, die ich nicht kriege. Gut, auf alle Fälle funktionieren die Schaltungen jetzt schon mal besser als zwischenzeitlich. Interessant wäre jetzt mal, das verstehe ich jetzt, habe ich aber auch nicht, wie gesagt, dass die Spannungsteilung komplett anders aufbauen. Warum? Das wird mit keiner Silbe erwähnt. Finde ich ein bisschen schade. Kann natürlich auch sein, dass das wieder mal gar keinen Grund hat. Das soll Tag 18 gewesen sein. Kämen wir zu Tag 19, Lichttelegramme. Bis dahin, tschüss.